Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum härtesten Quiz überhaupt, oder? Ja, dreh den Paddy drehen wir heute. Genau, dreh den Paddy. Das wird eine Hausnummer, glaube ich. Also wir waren zu feige, müssen wir ganz ehrlich sagen. Ne? Und deswegen haben wir uns gedacht, heute lassen wir den Patrick mal richtig bluten, unseren, ich würde mal sagen, fast schon Praktikanten. Der war ja letzte Woche bei Ubisoft und heute ist er hier auf dem Rad unterwegs. Da gehen wir da einfach mal zu ihm hin. Ja? Patrick, wie geht's dir denn? Es geht mir sehr gut, den Umständen gut, entsprechend gut. Ja. Möchtest du kurz erklären, was das denn hier für ein Gerät ist? Das hat man mir nicht erklärt, ich durfte auch keinen Test machen. Also, tatsächlich durfte der keinen Test machen, um den Überraschungsmoment lustigerweise zu machen. Das ist ein Astronautentrainer, der dreht sich gleich einfach so oft, dass der Patrick gar nicht mehr weiß, wann er geboren ist, wie er heißt und wo er herkommt. Und er kann überhaupt gar nicht nachdenken. Ja? Jetzt machen wir eine kleine Rechenaufgabe. 1 plus 1 sind? 10. 3? Okay, also es hat schon gewirkt. Okay. Und lustigerweise haben wir natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet. Das heißt, während sich Paddy gleich drehen wird, wie sonst kein Zweiter mit 10.000 G, haben wir natürlich ein paar Fragen hier und die muss er richtig beantworten. Genau. Und der Mechanismus wird dieses Mal folgendermaßen aussehen. Also ganz kurz, jeder hat 5 Karten, also 5 Fragen in der Hand. Ja? So, genau, jeder hat 5 Fragen. Und wir stellen dem Patrick dann die Fragen, während er sich auf dem Astronautentrainer dreht, ja, auf übelster Weise, vielleicht übergibt er sich auch, was natürlich umso schöner wäre. Ja, vielleicht fliegt er auch raus, das wäre natürlich auch gut. Genau, und landet dann in der Regie wieder. Ne? Ja, eben. Ja. Kann direkt weitermachen. Und das Ding ist, das Ziel ist, dass der Patrick so wenig Fragen, wie es geht, beantwortet. Fass nochmal ganz kurz zusammen. Okay, das heißt, Patrick wird sich drehen, wir stellen Fragen. Jeder hat 5 Fragen vorbereitet. Wenn Patrick beispielsweise 0 von meinen Fragen beantworten kann, ist das gut für mich, weil ich natürlich gute Fragen rausgesucht habe. Und der Clou ist natürlich, dass er nicht so gut die Fragen beantworten könnte, wie sonst im normalen Zustand. Bei Dennis genauso. Von wem er quasi weniger Fragen beantwortet hat, der hat quasi gewonnen. Und da haben wir dann nochmal eine ganz kleine Überraschung für euch vorbereitet fürs nächste Mal. Genau, und es gibt eine Strafe. Wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir, ich sag mal, ins Flugzeug geschickt, ja, am Arsch der Welt und müssen einen brutalen, ich sag mal, wir müssen Höhen erklimmen, da könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, das gibt's dann nächstes Mal und ihr kennt mich ja, ich habe ja Höhenangst. Boah, ich habe Höhenangst auch. Ja, klar. Okay, wir fangen einfach mal an, ja, das hier ist auf jeden Fall, Patrick, bist du bereit? Ja. Das bedeutet, ja? So, dann gehen wir mal zur Seite. Man kann ja mal ganz kurz einen Testlauf machen, ja, damit man ganz kurz mal sieht, wie der Patrick denn da am Leiden ist. Ja, einmal ganz kurz, einen kurzen Testlauf. Ja. So. So ist gut. So ist gut. Das geht so, wir können hier stehen bleiben. So, also Patrick, ist noch cool. Ja, dann zeig dir mal, was der Ofen drauf hat. So, okay, also die Leute vom Odysseum machen das hier super. Ja. Okay, das reicht schon, das reicht schon. Okay, Patrick, geht's dir gut? Okay, dann stellen wir mal die erste Frage. Hörst du uns denn auch, Patrick? Okay. Ja, die erste Frage ist, Patrick. Wie heißt der Protagonist in Assassin's Creed 2? Was? Ezio. Was? Ezio! Okay, hat er einen Punkt, hat er. Die Frage war richtig beantwortet, Ezio. Falsch, Altair. Nein, der hat zuerst Ezio gesagt. Okay, die nächste Frage kommt von Ben. Okay, die Frage lautet, wie heißt der Protagonist aus Final Fantasy 7? Also ein Punkt für Ben. Scheiße. Okay, die nächste Frage ist, wie heißt der ehemalige Entwickler von DayZ? Dean Hall. Ja, super, Alter, dass er es weiß. Okay, also 1-0 für Ben, wenn man es richtig jetzt denkt. Okay, die nächste Frage. Okay, die nächste Frage ist, wann erschien das NES in Europa? Was? Das NES. Das was? Nintendo Entertainment System. Keine Ahnung, Ruhig noch ein bisschen mehr. Okay. Nächste Frage. Okay. Wie heißt die Dame in Mirror's Edge 3? Face. Mann, ey, wo weißt du das denn? Okay, nächste Frage. Okay. Wie heißt das neue Spiel mit Nintendo und Yoshi in der Hauptrolle? Boah, keine Ahnung. Ach, das gibt's doch nicht. 3-0 für Ben. Yoshi's Woolly World. Okay. In welcher Stadt spielt Mafia 3? Chicago. Nein, New Orleans. Okay. Jo, erster Punkt für Dennis, würde ich sagen. Es gibt ein Spiel, das hat insgesamt 14 Jahre Entwicklungszeit gebraucht, Patrick. Wie heißt das? Einfach nur mal ruhig drehen. Oh. Duke Nukem Forever. Ja, okay. Okay. Gesagt, okay. Punkt für Patrick. Okay, jetzt kommt meine, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wie lautet die Musik von GTA 4? Summen! Keine Ahnung. Komm, du kannst das mal nicht. Weiter? Ja, mach weiter. Okay, er wusste es nicht. Okay. Ja? Das heißt 2-3 bis jetzt. Also du hast ja schon rein theoretisch gewonnen. Aber eine Frage hast du noch. Eine Frage hast du noch. Du keine mehr, ne? Nee. Okay, die letzte Frage, Patrick.
Neben Peach gibt es im Nintendo-Universum noch eine Prinzessin, die Mario ab und zu mal rettet. Wie heißt die? Heißt sie Peach oder? Nee. Nicht Peach, es gibt noch eine zweite, ich sag mal mit braunen Haaren. Alter, keine Ahnung. Okay, also das heißt, Ben hat gewonnen, aber weil es natürlich so schön ist, lassen wir den Patrick jetzt mal richtig leiden und gehen aber richtig Vollgas. Komm, einmal drehen mit allem drum und dran, was es gibt. Trotzdem auf jeden Fall schon mal Respekt an den Patrick, ne, dass er so lange durchhält. War ein gutes Versuchskaninchen, guter Praktikant. Super, super. Noch einmal drehen vielleicht, also einmal auf den Kopf, würde ich sagen. Ja, hat der Patrick super gemacht. Ja, und vielleicht kann man die Kamera einmal kurz drehen. So, das war auf jeden Fall. Hat genug für heute. Ja, hat er super gemacht. Ja. Vor allem was geil ist, man sieht das alles aus der besten Perspektive. Hat der Patrick super gemacht. Daumen hoch dafür. Ja, ihr könnt euch das Video immer und immer wieder natürlich auf YouTube angucken. Genau. Dann würde ich mal sagen, wieder zurück zur Sendung. Warte. Wir müssen natürlich den Patrick jetzt erstmal fragen, wie es ihm geht. Patrick, einmal klatschen euch, ja? So, Patrick, wie geht's dir? Boah, ey. Alles gut, Patrick? Ja, ein bisschen schwindelig. Könnte man den Patrick einmal rauslassen, ganz kurz? Das müssen wir natürlich auch noch filmen, ja? Weil ich bin so ein gemeiner Hund, ne? Wenn ich du, wer dann? Ja. So. Dauert eine Sekunde. Also, schreibt doch mal bei Twitch oder natürlich bei Twitter mit dem Hashtag Science of Gaming Patrick loben und wir müssen dann das nächste Mal, wir beide natürlich, wir beide fahren dahin, wir fliegen dahin. In den Amazonas. In die Richtung. Ja, und es wird richtig krass hoch, aber mehr dürfen wir nicht verraten, das gibt es nächste Woche zu sehen hier. Ich sag nur, Wall of Death. Okay, jetzt komm mal her. Ja, Patrick, wie war's denn? Boah, es war echt heftiger, als ich gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass die, wie viel G war das? Weiß das einer? Dass die G-Kräfte so krass sind. Vor allem, das war auf jeden Fall die heftigste Stufe, also bei Kindern wird die nicht gemacht und es geht, wenn man die Augen zumacht, aber man wird so unglaublich in den Sitz gepresst, auch rechts, links dagegen, boah, ey. Links, rechts, Dreierloch, alles, ey. Ja, also, großen Respekt an den Patrick, der ist hier Meister, willst du noch eine Runde? Ab in die Regie, ja, wir gehen jetzt wieder ins Studio, ich hoffe, es hat euch gefallen, vielen Dank und wie gesagt, nächste Woche, Alter, da müssen wir wieder ran an den Speck, ne? Die Bestrafung für diese Runde. So krass war es noch nie. Ja. Zitrone ist nichts dagegen. Und wer den Fanfiction ist nichts dagegen. Warte. Wer das selber mal ausprobieren möchte, der kann hier ins Odysseum in Köln einfach hier hinkommen und dann könnt ihr eine Runde fahren, wenn ihr wollt. Macht unheimlich viel Spaß, glaube ich. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, da bin ich auch sehr froh drüber, wenn ich ehrlich bin. Ja, du schon? Ich hatte Angst. Thomas und ich haben es gemacht. Jo. Ja. Also, jetzt zurück ins Studio.